Okay, let's try something different. Hey yo Leute, was geht? Euer Pronix ist wieder back auf YouTube und heute habe ich mal wieder einen richtig geilen Glitch für euch und zwar ein Money Glitch, Leute. Und dieser Money Glitch ist mega easy und dafür braucht ihr einfach nur irgendeinen Kumpel, der euch hilft. Und Founder von diesem Glitch sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und mit diesem Glitch kann man sich nämlich von Anfang des Zeitrenns bis zum Ziel des Zeitrenns teleportieren. Das bedeutet, dass ihr das Zeitrennen innerhalb von 30 Sekunden einfach beenden könnt und bekommt dann das ganze Geld dafür. Und dafür braucht ihr einfach nur einen Kollege, der dann sich als VIP registriert. Dann muss er euch über übers Interaktionsmenü in diese Organisation einladen. Dann geht ihr einfach auf Freunde oder auf Spiele in der Nähe, kommt drauf an, was gerade dran ist. Auf jeden Fall, wenn er das dann gemacht hat, muss derjenige, der den ganzen Glitch machen will, einfach diese Einladung übers Handy annehmen. Dafür geht er dann einfach aufs Handy und dann unten rechts auf dieses Auge und nimmt dann diese Einladung an. Wenn er das dann gemacht hat, dann geht er aufs Interaktionsmenü und geht dann auf VIP-Fähigkeiten und bestellt dort irgendein Fahrzeug, was ihr wollt. Es ist völlig egal welches. Und wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr mit diesem Fahrzeug einfach auf den Zeitrennpunkt draufgehen und das Zeitrennen starten. Jetzt muss derjenige, der VIP-Boss ist, sich zum Ziel des Zeitrenns begeben und dort das Interaktionsmenü auch wieder öffnen und dann auf VIP-Fähigkeiten gehen und dann unten zu dem gleichen Fahrzeug, was ihr gerade bestellt habt, auch drauf gehen. Und dann wird er sehen, dass er es noch nicht drücken kann. Jetzt müsst ihr aussteigen, jetzt kann der Kollege nämlich das drücken und jetzt sagt ihr einfach zu euren Kollegen, jetzt, wenn er wieder X drücken soll, um das Auto zu bestellen, und ihr steigt in dem Moment ein. Und dann werdet ihr einfach zu ihm teleportiert und könnt dann einfach ins Ziel reinfahren, Leute. Und dieser Glitch ist mega easy. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive. Ich sage jetzt gerade meinen Kollegen, er soll X drücken und dann steige ich ein. Jetzt drücke ich einfach hier X und dann werde ich schon sehen, wie das Auto vor mir hin teleportiert wird. Wenn das Auto manchmal nicht teleportiert wird, müsst ihr einfach ein Stückchen nach vorne laufen, damit ihr nicht in der Nähe von dem Auto seid, sonst wird das halt nicht teleportiert. Und jetzt kann ich hier unten links auch schon sehen, dass mein Kollege das ganze Zeitrennen beendet hat. Und das Coole ist, es ist gerade eine Eventwoche, wo man 100.000 Dollar für ein Zeitrennen bekommt. Und jeden Tag kommt ein neues Zeitrennen. Das heißt, ihr könnt jeden Tag 100.000 machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert mich und bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah.